du das schon gesehen? Es gibt eine Fanseite für die Upgrade-Helden. Die Leute teilen Autos, technische Leistungsdaten, reden über dich und über mich und... Ach, sehen wir uns das nicht länger an. Zurück an die Arbeit, okay? Der nächste Job ist ein Ford. Der Kunde sagt, dass er ihn schon ewig hat und ihn heiß und innig liebt, aber er wird auf seine alten Tage etwas träge. Mal sehen, was wir tun können. Okay, halt die Augen offen. Wenn er wirklich so alt ist, dann sollte er nicht schwer zu finden sein. Ah, ein Ford Deluxe. Sehr schön. Kein Wunder, dass er langsamer wird. Der ist nicht mehr der Jüngste. Pass auf, wenn wir das Ding schaukeln, dann macht sich die Karre echt gut auf der Upgrade-Helden-Fanseite. Mach ihn auf dem Weg nicht kaputt. Das ist eine echte Antiquität. Rechts abbiegen.
Keine Kratzer? Wunderbar. Ich lasse die Mechaniker ans Werk gehen. Also, der Kunde wollte Dragster Tempo und Straßenhandling. Okay, der Wunsch des Kunden sei uns Befehl. Kompressorgeladener 7-Liter-Motor. Tiefer gelegt. Verbesserte Leistung. Er sieht immer noch aus wie ein alter Klassiker, aber man ist nur so alt, wie man sich fühlt, oder? Testen wir zuerst die Geschwindigkeit auf der Geraden. Dann geht's in die Stadt. Hör dir das an. Das Ding klang ja in den 40ern schon gut, aber jetzt... die erste Ausfahrt nehmen. Wann hast du zum letzten Mal einen 80-Jährigen gesehen, der so durch die Stadt gerast ist? Gelegenheit wenden. Lightning, hä? Wie, hast du den Film nicht gesehen? Jetzt komm schon, jeder hat diesen Film gesehen. Ein schönes Gefühl, einem Auto und seinem Fahrer ihre Jugend zurückgeben zu können. Apropos zurückgeben, falls du eins dieser Autos nochmal fahren willst, sag einfach Bescheid. Die Kunden haben wirklich nichts dagegen.